Okay, bei einem Rad sind drei wichtige Aspekte zu beachten. Und zwar solltet ihr das Rad möglichst weit tun. Das heißt, man kann währenddessen bis 4 zählen. Also 1, 2, 3 und der Fuß, der wieder landet, ist die 4. Das als erstes. Zweitens solltet ihr vorher die Arme hochnehmen und wenn ihr landet, genauso. Das hilft einem dabei, nicht so aus der Richtung zu fallen. Und drittens ist es gut, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr rechts und links von euch eine Wand habt, wo ihr nicht abweichen könnt.